Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Immer wieder kommt es vor, dass Arbeitgeber bestimmte Gesetzesvorschriften oder Vorgaben oder Verordnungen einfach nicht einhalten wollen. Das können Hygienevorschriften sein, das können Sachen zur Arbeitsplatzverordnung sein, das können allgemeine Gesundheitsvorschriften sein oder eben, was ganz oft vorkommt, dass Regelungen zur Arbeitszeit nicht eingehalten werden, sondern dass Mitarbeiter unendlich viel Überstunden aufbauen und weit über die gesetzlichen Grenzen hinaus am Tag arbeiten. Wenn dann der Betriebsrat auf den Arbeitgeber zugeht und sagt, du, hör mal zu, was du da machst, ist doch eigentlich nicht in Ordnung. Lass das doch mal, mach das doch mal, wie das eigentlich vorgeschrieben ist. Dann stellen sich manche Arbeitgeber einfach taub oder sagen, lass mich in Ruhe, Betriebsrat, ich weiß, was ich tue. Und dann wird der langwierige Prozess, dass man dann zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung abschließt, indem man dann versucht, solche Sachen zu regeln. Aber wenn der Schuh drückt, ist es manchmal nicht befriedigend, dass man vielleicht erst in einem halben Jahr eine Lösung hat. Und für diese Fälle gibt es manchmal eine Speziallösung. Und die funktioniert in der Regel ganz gut. Von welcher Lösung rede ich? Da habe ich einen Gast mitgebracht, der erklärt das kurz. Einen Moment. Vito, komm mal her! Wir machen Ihnen ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass ihr dem Arbeitgeber zwei Alternativen aufzeigt. Nehmen wir mal an, da sind irgendwelche gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen und der Arbeitgeber schert sich nicht darum, diese Gefährdungen schnellstmöglich zu beseitigen. Da geht man auf den Arbeitgeber zu und sagt ihm, Chef, hör mal zu. So, lieber Chef, so wie das der Betriebsrat sieht, kannst du zwei Wege einschlagen. Das eine ist, du kümmerst dich darum, dass die Gesundheitsgefährdung schnellstmöglich aus der Welt geschafft wird. Die andere Möglichkeit ist, dass der Betriebsrat in seiner nächsten Sitzung einen Beschluss fasst und dann einfach mal das Amt für Arbeitsschutz informiert, die Berufsgenossenschaft und andere Anlaufstellen, weil wir sind ja auch dem Schutz der Arbeitnehmer verpflichtet und wenn du dem leider nicht nachkommst, dann müssen wir da tätig werden. Und da haben die Arbeitgeber dann in der Regel ziemlichen Bammel davor, dass da externe Behörden eingeschaltet werden könnten, weil da oftmals extrem hohe Strafzahlungen angedroht werden. Also wenn das nächste Mal bei euch was ganz, ganz schief läuft in der Firma und wenn ihr erstmal keinen weiteren Ausweg seht, dann probiert das doch mal, dem Arbeitgeber ein Angebot zu machen, das er nicht ablehnen kann. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.